Hallihallo und willkommen zurück zu Shoninjas Let's Plays und World of Warcraft Shadowlands. Ich brauche ein Ziel. Ja, in der letzten Folge vor dem Armbrot sind wir vom Schlund wieder zurück nach Uribos und sollten dann in den Ardenwald. Und dort haben wir jetzt schon angefangen zu questen. Voilà. Und haben hier oben das Herzholzhain runter zum Tir-Nawal, diese Feenwesen und Dryaden unterstützt. Und scheinbar ist dieser ganze Wald am Sterben wegen einer Dürre. Und wir sind jetzt dabei, denen zu helfen. Denn mit deren Matriarchin kamen wir leider noch nicht zum Sprechen, dass sie uns helfen soll. Deswegen wir eigentlich hierher geschickt worden. Aber wir sollten eigentlich alle anderen Welten warnen. Aber vielleicht kommen wir ja jetzt dazu. Ich kenne die Stimme, aber er ist in der Schlacht gefallen. 1000. Aber gut, das war auch ein fetter Elite. Sind ein bisschen zu viel Allies. Habt ihr mich als erstes gelehrt und selbst vergessen? Lorkron, was ist mit euch geschehen? Ich muss näher ran. Erkennt ihr eure Beute nicht? Die Klingen? Die Gesichter hinter den Masken. Die maskierten Fae. Das ist das Schicksal, das sie erwartet? Boah, der macht Schaden. So, ein Totem brauche ich noch. Da hinten ist eine Kiste, lebhafte Drachenfeder. Ach ja, hier war ich schon mal. Habe aber keine Feder gefunden. Ich vermute, die ist oben irgendwo. Hast du Aggro auf mich? Ich habe gar nichts gemacht. Ich diene jetzt einem neuen Meister. Einem, der den Ardenwald verdorren sehen wird. Dann seid ihr kein Jäger mehr. Nein, meine Beute schlägt mich nicht wieder. Hütet euch vor den Schatten, Korain. Und weg rennt er. Vor allem für dieses Ungetüm habe ich keinen Fortschritt bekommen. Lorkon, der Jäger, wagt einen Fluchtversuch.
Da ist auch eine Kiste. Uralte Wolkenfeder. Aber irgendwas sagt mir, dass ich die auch schon mal versucht habe zu bekommen. Ja, da hatte ich diesen Dicken da gekillt. Aber hier könnte man wahrscheinlich hoch. Nee? Ah, der sieht eigentlich recht gut aus zum Klettern. Schade. Dort oben wird das sein. Okay, aber hier unten scheint der letzte, das letzte Totem zu sein. Ihr habt uns auf eine aussichtslose Jagd geschickt. Nun seid ihr die Beute. Und ich kenne euch gut. Genug, Lorkron. Wenn ihr mich wirklich kennt, dann solltet ihr Angst haben. Ja, hier sind keinerlei Gegner. Jetzt gibt's Respawn. Ich habe kein Ziel. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. So, mit Kleinvieh komme ich hier scheinbar besser weg. 3%. Oh nein, den wollte ich gar nicht angreifen. Wie läuft eure Jagd? Das ist zu weit entfernt. So, noch zwei. Ich muss näher ran. Oh, da war ein Random Drop dabei. Besiegt Lorkron den Jäger. Und dafür kriegen wir eine 120er Schulter. Schärft eure Sinne. Ach, der ist da bestimmt einfach respawned. Ich dachte, der kam vorhin aus der Leiche von dem Typen raus. Ich diene jetzt einem neuen Meister. Einem, der den Ardenwald verdorren sehen wird. Dann seid ihr kein Jäger mehr. Nein, meine Beute schlägt mich nicht wieder. Hat man schon. Hütet euch vor den Schatten, Korain. Warum stehst du da hinten? Hast doch eben mit mir gekämpft. Sprecht klar und unverhohlen. Ein lieber Freund, jetzt ein erbitterter Feind.
Er muss sterben. Ui. Kehrt zum Schimmerkaskadenbecken zurück. Meine Jagd hat erst begonnen. Frostmourne hat Hunger. Immer diese Leute mit ihren fetten Mounts. Kehrt nach Tirimwald zurück. Das Ding wurde sogar aufgewertet. Den habe ich früher in meinem alten Heim für Wildsamen benutzt. Möge er euch gute Dienste leisten. So, dann würde ich sagen, ist das Schlauste, wir das hier? Fliegen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Albträume. Hier durch das Ei wahrscheinlich. Ihr seid da. Träumt weiter. Das ging schnell. Es scheint die Albträume zu beruhigen. Könntet ihr es direkt da versuchen? Na gut, dann kämpfen wir mal gegen Albträume. Und ich habe jetzt über 20.000 Leben. Das ist auch schon mal schön. Zum Glück nicht so viel Leben. Irgendwie ist die Latenz jetzt wieder ein bisschen krasser. Okay, die Kleinen bringen nur 3% scheinbar. Ich muss zuerst. Und hier sind leider nur Alis in der Nähe. Niemanden, wo ich Kills mit leechen kann. Okay, der Große bringt 8%, die Kleinen je 3. Der Sturm ruht vorerst. Ich bin außer Reichweite. Der Sturm ruht vorerst. Warum hilft der dem, aber mir nicht? Naja, sind ja quasi Nachtelfen. Oh, noch mehr Allies. Der Sturm ruht vorerst.
Ich habe kein Ziel. Der Sturm ruht. Vorerst. Na, reicht das vielleicht schon? Ja, ich glaube ja. Oh Mann, die Leichen verschwinden ja super schnell. Ich habe die nicht mal geplündert. Oh, ernsthaft, die greifen mich auch an? Ich habe denen gar nichts getan. Okay, wollen wir mal den Wildsamen besänftigen. Der Geist hat sich wieder beruhigt. Ich danke euch. Okay. Träume sind wunderschön. Rekrutiert Nia, damit sie euch hilft, den Wildsamen zum Winterschlafbecken zu bringen. Treibt auf dem das Winterschlafbecken wird dem Wildsamen gut tun. Vielleicht möchte Nia euch begleiten. Nicht genug Mana. Nia. Warum fragt ihr? Für Königin und Hain. Dafür musste ich jetzt hinlaufen. Los geht's. Der Wald braucht uns. Ich wollte gerade sagen, ich bin kurz vor Level ab. 59 schon. Was führt euch her? Reist mit Nia, um den Wildsamen zum Winterschlafbecken zu bringen. Genießt die Reise. Bis später. Nia, nehmt meine Harfe. Ihre Musik besänftigt die Wildsamen. Ich erwarte euch im Winterschlafbecken. Gute Reise, ihr drei. Danke fürs Mitnehmen. Tut mir leid, dass ihr nicht mit der Königin sprechen konntet. Ich werde alles tun, euch zu helfen, sie zu treffen. Das Schicksal der Welt hängt ja nur davon ab. Wie ihr mir geholfen habt. Von 0%. Eine Escort-Quest, die in Prozent angegeben wird. Es sind ganz viele Leute unterwegs. Der Albtraum ist zurück. Oh nein. Ich muss die Harfe spielen. Spriggans, Vorsicht! Wie ich das hasse. Nein. Warum? Darum. Ich brauche das ein Lied Ziel. Muss sie anlocken. Jetzt macht's aber schnell. Mehr Albträume. Echt? 3 Meter bist du gelaufen? Während ich den Wildsamen beruhige.
Noch mehr? Oder gehören die zu dem anderen Gegner gerade? Jeder Wildsamen ist kostbar. So viele sind verloren. Wenn die Winterkönigin sie nur alle retten könnte. Halt! Die Straße ist nicht sicher. Moment. Ihr habt uns bei den Schimmerkaskadenhöhen geholfen. Vielleicht könnt ihr das wieder. Als ob ich nicht andere Sorgen hätte. Der Königin. Für den Artenwald. Rettet 5 verwundete Verteidiger aus Sorins Auge. Der Wald überdauert. Kommt, viele brauchen Hilfe. Ihr habt meinen Dank. Zu einem von ihnen gemacht. Besessene Jäger. Das ist ja böse. Wir werden den Wald nicht enttäuschen. Was ist denn hier los? Den hat es ja gerade geholt. Der Kampf geht weiter. Für den Ardenwald. Für Kasmogan. Keine Zeit zum Ausruhen. Aber die Häuser finde ich hier cool, so mitten im Baum. Sie haben eine riesige Bestie. Hier sind viele von uns zum Opfer gefallen. Besiegt die verseuchte Bestie. Schön, hat leider kein Tempo, aber ja. Tut, besser. Was ihr tun müsst. Wir beide greifen zuerst an. Der Rest, wenn ich in das Horn stoße. Kämpft da schon wer? Nee. Wir legen auf jeden Fall einige Leichen. Ja, zu viel Leben. Für Königin und Heim! Wo ist denn das Horn? Nimm das Horn! Wilde Jagd! Jetzt! Denn wir alles gemacht haben. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Gut gemacht! Rückzug und neu formieren! Wäre es nicht schlau gewesen, die gleich mit dazu zu nehmen? Das war nur eine Schlacht. Ich fürchte, uns erwarten noch viele mehr. So ist das nun mal. Der Stab wurde aufgewertet. Reite mit der wilden Jagd zu Nier und den Wildsamen. Nehmt unseren Hirsch und reitet. Statt 28 auf 34. So, wieder mit dem Hirsch. Darf ich ihn diesmal selber lenken? Nee, es passiert automatisch. Die Verseuchten stellen sich uns in den Weg. Überrennt sie! Im wahrsten Sinne. Aber so wie die ihre Schwerter schwingen, töten sie gerade ihre eigenen Pferde. Die haben sie nicht angegriffen.
seid zurück. Der Wildsamen wurde schon unruhig. Nur weil der Samen auf mich geprägt ist. Tut, was ihr sprecht mit Aralon, und um eine Eskorte zum Winterschlafbecken zu erhalten. Der Wald überdauert. Kommt, reiten wir zum Winterschlafbecken. Danke für den Begleitschutz, Aralon. Es beruhigt mich, von einem Jäger beschützt zu werden. Es war nicht immer so. Ich bin der wilden Jagd erst beigetreten, nachdem ich meinen Hain opfern musste. Mein Hain ist auch verloren. Mein Hain ist auch verloren. Aber nicht an die Dürre. Das waren maskierte Fae. Meine Freunde. Es tut mir leid, Nia. Wäre die wilde Jagd nur dort gewesen. Aber unsere Reihen sind zu ausgedünnt. Wie auch die Winterkönigin. Sie trägt die größte Last. Wir müssen tun, was wir können, um sie zu teilen. Das fand ich an den Elfen immer cool. Dieses Denken. Sieht aber auch echt cool aus hier. Bitte, Alia, helft uns, diese Albträume zu beenden. Obwohl unsere Ressourcen begrenzt sind, tue ich, was ich kann. Für Königin und Hain. Benutzt die Seen gescheit, um Anima von Proklo zusammen und stärkt den Wildsamen mit der gesammelten Anima. Umarmt diesen Teil meiner Macht. Damit könnt ihr eurer Seele eine Gestalt verleihen, die Seele da unten einladender finden wird. Wir bereiten das Ritual vor. In meinem Hain. Da unten, okay, hier ist auch was. Wo ist denn da unten? Ah, okay. Ah, was seid ihr? Vier Springerns in so einer Art Kostüm, einer dieser verseuchten Monstrositäten, was immer ihr seid, geht einfach weg, bitte. Muss ich leider noch 35 Sekunden warten. Durch die Reiserakete. So, dann kann ich mir ja mal einen Wildtier raussuchen. Krass, auf diese Erbstücke kriegt man echt keine Dings mehr. Keine Bonuserfahrung. Ah, den fand ich immer am coolsten. Der kleine Rabenfürst. Warum sind die alle als Favorit? Das wundert mich. Bestimmt, weil ich mir damit irgendwie markieren wollte, welchen ich noch hochleveln wollte. So, jetzt geht's wieder. Was bei der Bastion die Roboter waren. Sind hier diese elementaren Wesen, die Anima speichern. Hat es geklappt? Wofür kämpft ihr? Sieht nicht danach aus. Was ihr tun müsst. Trefft euch mit allen noch in Tirano. Für den Arm. Wir treffen uns außerhalb meines früheren Heims. Ich weiß, wo wir mehr bekommen. Ich komme mit. Vielleicht kann ich helfen zu finden, was wir brauchen. Bring die Vorräte des Winterschlafbeckens zu Flingir im Herz des Waldes. Ui, ist aber jetzt ganz schön groß geworden.
Benötigt ihr die wilde Jagd? Die Wildnis erzittert vor meinem Zug. Des Albtraums fällt. Endlich schlafe ich erneut den tiefen Schlaf im großen Wald des Jenseits, bis ich der Wildnis erneut dienen kann. Willkommen in meinem Hain, mein Freund. Meine Königin, ich beschütze diese Seelen in ihrem Winter. Ich sorge dafür, dass sie in ihrem Frühling wiedergeboren werden, was auch passiert. Ich schwöre es, meine Königin. Ich schwöre es. Ruht in Frieden und träumt. Diese Dürre findet einfach kein Ende. Hier. Ich weiß, es ist nicht viel. Keine andere Wahl. Entzieht diesem Hain alles. Alles. Nein! 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 Das ist mein Hain! Ihr werdet sie nicht zerstören! Aralon! Wir sind nicht eure Feinde! Jeder, der meinen Hain bedroht, ist mein Feind! Ich stehe unter Eid! Meine Königin! All die Zeit habe ich geglaubt, dass ihr uns rettet. Und jetzt schickt ihr Plünderer zu meinem Hain! Wieso? Wald stirbt. Wir müssen ihn retten. Die Königin hat die wilde Jagd gerufen. Euer Hain musste sterben, damit andere leben können. Opfert ihr eine Seele für das Wohl des Waldes? Oder werdet ihr euren Eid halten? Ihr habt ein reines Herz. Ich werde eure Wahl respektieren.
letztes Mal dient ihr der Wildnis. Ihr werdet nicht vergessen. Vergebt mir, mein Freund. Ich jage für euch, meine Königin. Für den Ardenwald und die Seelen, die noch zu retten sind. Ich schwöre es. Ich schwöre es. Seinen letzten Schwur hat er auch gebrochen. Will also mal nichts sagen hier. Ein Blinktron, aber nur ein 6000er. Ui! Boah, das dauert so langsam. Bleibt gut drauf. Aber ich habe eine Framerate von 100, Latenz von 25, ist eigentlich gut. Ich weiß nicht, warum die Klicks so lange dauern. Naja, es antwortet keiner, ich wollte mich eigentlich nur bedanken. Schon lang. Weiß nicht, ob das hier richtig ist. Aber die C-Markierung scheint dann doch den richtigen Weg zu senden. Herr der Ringe. Isengard. Das ist ja lustig, dass man so auch seinen Freunden beitreten kann. Das gab es damals noch nicht. Man muss sich dem Wind beugen. In den Nebel von Thomaskin. 128. Aber Thürmaskin ist Dungeon, ja, wollte ich gerade sagen. So, mehr war hier auch nicht. Ups. Das wollte ich nicht. Da war eine Quest. Aber da bin ich auch theoretisch ja noch nicht lang gelaufen.
So, dann gucken wir jetzt hier lang und verfolgen weiter die Hauptquest. Hat er die nicht angenommen? Ursprüngliche Harz? Das kann doch nicht sein. Das Gebiet sieht wieder sehr ähnlich aus wie das andere, was wir oben hatten. Ich diene der Königin. Nehmt, was ihr könnt. Nehmt geplünderten Anima aus den Lagern. Turner noch an euch. Die Wurzeln lesen. Untersucht die ausgelaugten Seelennetze in Turner noch, um die höchste Anima-Konzentration im Heim zu finden. Der Wald überdauert. Benötigt ihr die wilde Jagd? Okay. Bin ich froh, euch zu sehen. Sammelt gestohlene Andenken von getöteten Gegnern in Turner noch. Passt auf, wo ihr hintretet. Cool, eine Teleportationsform. 80 von 160. Der hier ist anders. Unser wahrer Feind, die Drost. Hallo? Man merkt echt, dass die Server ausgelastet sind. Ich muss näher ran. Ist irgendwo in der Nähe. Lasst uns weitersuchen. Ein Andenken bekommen. Ist das auch das Schicksal meines Heims? Wo schlagen wir zu? Vier Gegner und nur einen dann andenken. Die Droprate ist echt nicht hoch. Wieder nur eins von vier Gegnern. Ich habe so viel zu lernen. Leb wohl.
Von dem starken Gegner kam nur eins. Das Anima werde ich vorher gesammelt haben. Wofür kämpft ihr? Tut, was ihr tun müsst. Okay, folgen wir den mal. Wir kommen näher. Wo könnten die Drost so viel Anima verbergen? Sie sammeln es für einen finsteren Zweck. Der rennt zum Stern. Wie? Wir haben ernsthaft eine 34er Waffe bekommen. Schade, dass ich nur meine gerade gesockelt habe. Ui, und wir haben ein random Handgelenk bekommen. Aber das nervt ehrlich gesagt ein bisschen. Das sind viele Gegner. Da wird gleich jemand sterben, vermutlich. Die Drost müssen die Anima im Herz des Hains horten. Aber er ist schon so lange verdorrt. Vielleicht haben die sterbenden Haine sie in den Ardenwald gelockt. Ich diene der Königin. Jetzt herkam, frage ich mich. Vor den Masken. Ich brauche ein Ziel. Trotzdem nur eins. Fünf Gegner. Ich darf die vielleicht nur einzeln plündern. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. So, drei Andenken brauchen wir noch. Hat geklappt. Schade, diesmal nicht. Ich frage mich echt, woher dieser große Delay kommt. An meiner Leitung kann es nicht liegen.
Nee, der hat zu viel. Immer noch zwei. Hallo. Greifen erst mal dann, bis sie dann sehen, dass es nicht geht. Ah, nur eins. Das Gebiet hier hinten ist aber so groß, ich vermute, dass da noch eine Folgequest kommt. Vielleicht da, wo wir gerade sind. Sehr gut, das letzte. Wohin als nächstes? Blick gen Himmel. Benötigt ihr die Wilde? Tötet Ross, Bollwerk von Thors und macht euch auf den Weg zum Herzen des gefallenen Baums. Deswegen sind hier mal alle reingelaufen, weil da ein Boss war. Ist er das? Nee. Bollwerk von Thors. Ach, der ist oben. Aha. Alter, ernsthaft? Er kämpft. Was ist das? Einer der Drost. Der ist groß. Die Rache wird. Der Weg ist frei. Schnell, zum Herz des Hains. Wofür kämpft ihr? Da kommt ganz schön viel Verderbnis raus. Zerstört die Barriere und nimmt das Herz der Tür an. Holt das Herz! Wir halten die Drust auf! Es kommen gerade keine. So viel Anima! Könnten wir damit nicht euren Hain heilen? Und meinen? Unsere Haine sind tot, Mia. Wir müssen das akzeptieren und sie gehen lassen. Es muss einen Weg geben, zurückzubringen, was wir verloren haben. Irgendein Mittel gegen den Schmerz. Sie wurden für den Ardenwald geopfert. Wir können nur kämpfen, um ihn zu schützen. Hammer. Das zweite Herz. Ich diene der Königin. Für den. Ich kann weglevitieren. Es sind einfach zu viele. Schützt das Herz um jeden Preis. Schnecken. Das kann man doch nicht allein lassen, nicht wahr? So stark soll die sein. Nun? Kommt schon. Die Arbeit wartet. Kleine Fee. Sie einer an. Sprecht mit Lady Mondbearer und dann kommt nach Tiranach. Oh, und wir kriegen einen neuen Rücken. Immer ein Vergnügen. Wir gleich 16 Upgrades, sowas. Sagt mir, wenn ihr bereit seid, die Drust mit Feenmagie einzudecken. Ich bringe die beiden hier in Sicherheit. Hab Dank, Lady Mondbearer. Wir sind... Lass Blitzer hageln! Was ist denn das für einer? Eure winzige Feenmagie kann mir nichts anhaben!
Magie kann dem Großen nichts anhaben? Oh, dem zeige ich es später. Heft haben wir. Aber wie mächtig die sein muss, ja. Sind sie hoch jetzt? Ich behalte die Drust im Auge. Ihr fliegt zurück zu Alios. Ich würde gerne richtig fliegen können. Wie bei Sword Art Online 2. Das wäre cool. Nicht nur mit einem Reittier reiten, sondern wirklich fliegen. Der Ardenwald braucht eure Stärke. Aufgewertet. So, Rückenverzauberung. Ring, Waffen. Hä, wir hatten doch Rücken. Zauberstäbe, Waffen, Reagenzien, Hand. Umhang heißt es, okay. Geschwindigkeit. Diesmal machen wir Geschwindigkeit. Tötet Dörrhas Drust und verseuchte und vernichtet Skell den Plünderer. 50 Gold gibt es. Sprecht mit Traumweber und bereitet das Ritual die vor. Nacht umarme euch. Ich spreche für die Geister. Passt auf euch auf. Noch mehr Quest. Stimmt das erfüllte Herz des Baums an, den Schrein im Traumschreinbecken ein. Befreit Geistpfleger im Traumschreinbecken. Bald werden noch mehr Drost angreifen. Beeilt euch. Tötet 15 maskierte Nachtfälle im Schimmergast. Sind doch aber gar keine Gegner. Okay, aber man muss sie nur töten. Und nicht mit dieser Fähigkeit. Die ist jetzt einfach nur zusätzlich. Beim stößt Anima aus dem Herz aus, um Schaden zu machen. Die heulen die ganze Zeit rum, dass sie Anima brauchen, um ihren Hain zu retten und sonst was. Und ich soll es benutzen zum Angreifen.
Okay, den einen der Bösen haben wir. Bisher sieht's. Ah, nee. Ich wollte gerade sagen, so aus, als ob wir alleine sind, aber es scheint doch nicht der Fall. Okay. Schauen wir hier mal rum. Gegner töten. Hier sind gerade keine. Da würde ich fast vermuten, dass hier einer langgelaufen ist. Vielleicht holen wir den ja ein. Gefangene retten. Träume bei Geistern erlebt, aber nicht wie hier. Das Trauma muss furchtbar gewesen sein. Okay. Befreit haben wir fast alle. Traumstein abstimmen noch. Macht gar nicht mal wenig Schaden. Ich war gerade ein 5000er Crit und die Gegner haben nur 9000 Leben. Das war mehr als 50% des Lebens. Dieser Geist wird erst in Frieden träumen, wenn wir die Ursache seiner Ängste stellen. Vor meiner Nase respawnt. So, noch zwei Gegner, dann haben wir's. Ich habe mich nicht geheilt. Hm.
So, können wir beides abgeben. Und dann das Herz binden. Oh, hallo. In der Natur sind alle eins. 50 Gold wieder. So, ich bin gespannt. Gut, dann müssen wir nur noch das Ritual beginnen. Die Nacht umarme euch. Ringt mit der Vision des Geistes über seinen Ursprung. Wenn ihr die Vision verlasst, könnt ihr mit dem Portal zur Vision der Träumerin im Traumschreinbecken interagieren, um erneut einzutreten. Die Albträume sind nicht real, aber sie können euch schaden. Seid vorsichtig. Aha. Zwei Visionen. Willkommen. Friede mit euch. Friede mit euch. Besessene Spionin da unten. Also doch die Dinger, mit denen ich doch eben schon interagiert hatte. Der Geist träumt von seiner Vergangenheit. Davon, wie alles einst begann. Der Weltenbrecher. Ja, das ist lang her. Der Kataklysm. Bin ich mal gespannt, was im nächsten drin ist. Hätte ich mich doch verwandeln können. So, ich hatte 0 und jetzt auf einmal gleich 100. Der Verrat eines Freundes. Eine Wunde, die ewig schmerzt. Muss ich echt 10 von denen töten? Ach so, das sind nur die Eingänge. So, mal gucken. Ich hoffe, dass die Welpen mit mir kämpfen. Nee, die hauen ab. Aber da ist ein Trolldruide. Der wird doch hoffentlich mit mir kämpfen. Hat sich vom Acker gemacht. Na gut, sie haben nicht so viel Leben. Aber trotzdem 10 Kills. Mit dem Vogel, der da war, der bei mir jetzt aber schon weg ist.
Und hat den Kill noch mitgenommen. Okay, Drachen sind jetzt transparent, die sehe ich nicht mehr. Also die kleinen. Wie er sich die Drachen einfach nur mobst. Ich habe kein Ziel. Vegeta. Wie geil. Das ist schade. Zu weit entfernt. Okay, unten kommt wieder Respawn. Vegeta als Dämonenjäger, auch witzig. So, zwei Stück brauche ich noch. Vieles unvollendet. So viel Reue. So viel Schmerz. Ah, okay. Hier reingehen beendet automatisch die Vision. Was führt euch her? Bis später. Bis später. Erlebt das Erleben des Geistes. 140er Kopf. Es ist Zeit. Auf in den Albtraum des Geistes. Das war damals schon echt tragisch, dass der Drache übernommen wurde. Phase 1, der Tempel von Elune. Beginnt den Angriff auf den Tempel von Elune. Jetzt spielt man die andere Seite. Ysera, Traumweberin. Hätte nicht gedacht, dass man hier noch so einen geschichtlichen Hintergrund kriegt. Beginnt erneut der Schmerz.
und das Leid, der überwältigende Wahnsinn. Das Ei ist also die wiedergeborene Ysera. Vergebt mir, Kinder. Meine Taten waren nicht meine eigenen. Xavius hat mich in der Hand. Er zwingt mich, meinen Geliebten im Stich zu lassen und die anmutigste Kreatur zu unterwerfen, die ich je sah. Das ist euer Ende, Sterbliche! Der Traum ist tot! Nicht solange ich noch atme. Ich kann nur kämpfen. Von den Gegnern kriege ich bei so einer fetten Truppe, die ich besiege, mal 1% oder so. Seid ihr wahrhaft verloren, Ysera? Nach allem, was wir aufgebaut haben, erlebt haben. Tut, was ihr tun müsst. Es geht nicht anders. Beim Licht von Elun, wir werden diesem Wahnsinn ein Ende setzen. Mein Tod ist nah. Ich arme Ysera. Was war das gerade für ein Geräusch? Eine tobende Schlacht. Hey, komm! Hey, hört alle zu! Wir sind nicht die Einzigen, die diesen Albtraum erlebt haben. Die Drost sind im Anmarsch. Töte den versteckt besessenen Spion im Winterschlafbecken. Ah, deswegen. Willkommen. Ruf der Droman. Lasst das Dromanhorn ertönen, um die wilde Jagd zu den Eingängen des Hains zu rufen. Die Dunkelheit. Nehmt das Horn. Blast hinein und ruft die Jagd. Hinein. Achso. Ihr werdet den Meistern dienen, Fremdling. Da war, glaube ich, gerade einer. Aber machen wir erstmal das hier.
Starken leben von den Schwachen. Tolle Wachen, die sind ja super low. Der Ardenwald wird den Meistern gehören. Okay, dann noch die andere Seite und dann die anderen beiden, die wahrscheinlich vorne am Tor stehen. Die Jagd ist nicht gekommen? Das ist kein gutes Zeichen. An der Seite. Von Süden, ja, da müssen wir dann weiter auf. In den Wald zurück. Was tut es? Bleib stehen. Schleierstoffverband, es gibt so viele. Der Ardenwald braucht eure Stärke. Für Königin und Hain. Findet Jagdhauptmann Karain auf dem Pfad der Wiedergeburt. Die Dunkelheit muss schwinden. Ich hätte gedacht, dass wir bei dem Ei jetzt noch was machen. Aber hier, weckt die Träumerin. Die Quest ist fast zu Ende, glaube ich. Hauptquestline, da ist nur noch die Nebenquestline da. Eins ist da oben auf jeden Fall noch, eins ist hier noch. Und eins da noch irgendwo anders. Eure Jagd läuft gut, Sterblicher. Tut sie das? Gute Jagd. Erreicht Romain Alert im Winterschlafbecken. Keine Gnade für unsere wilde Jagd zu mir. Für den Ardenwald. Sie kämpfen. Speedbuff. Kampfbuff. Lebensbuff, okay. Willkommen in meinem Heim. Gewinnt die Schlacht um das Winterschlachtbecken. Königin und Oh, für 10 Minuten. Zielt genau und bringt unsere Beute zur Stärke. Unser Bewegungstempo. Nee, Tempo und 50 Bewegungs. Schaden um 30 und Magie heilt regelmäßig Gesundheit. Das war eine Elite. Das sind alles Elite. Kein Wunder. Ich muss so viele töten. Schade, dass hier kein anderer Spieler ist, der mitkämpft. Auf jeden Fall ist das meine Freundin Mirja. Loot gibt's hier keinen. Außer Reichweite.
Ah, verseuchte Angreifer gibt's auch. Muss nicht nur gegen Elite kämpfen. Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher ran. Sieben noch. Sechs noch. Ich bin außer Reichweite. Drei. Das ist zu weit entfernt. Zwei. Eins. Null. Große Gefahr zieht herauf. Kommt zu mir, damit wir ihr gemeinsam trotzen. Niemals. Lasst ihre Höhlen verrotten. Das sind so viele. Ups, da ist diese Bestie nochmal. Mehr als eine. Das sah komisch aus. Und jetzt? In der Natur. Okay. Dann machen wir erstmal den hier. Sie schnell zur Strecke, oder wir verlieren sie. Man muss die auch direkt neben dem Samen mit dem Dings kämpfen. Ich muss zuerst etwas. Okay, ein Besiegen reicht. Ich spüre keine Träume mehr. Keine Aufwacht? Wenn wir sie nicht bald retten, ist sie für immer verloren. Aber warum ist sie so viel wichtiger als alles andere? Der sieht man gar nicht. Braucht eure Stärke. 75 Gold. Seid vorsichtig. Verzeihung. Braucht ihr etwas? Ich kann euren nächsten Schritt kaum erwarten. Großartig. Einst sagte ich, dass eure Stimme wie ein Vogel in der Nacht klingt. Nun, es ist Zeit, dass wir alle mit euch singen.
kommen die alle her? Hätten eben mal mit kämpfen können. Was passiert, wenn ich vorlaufe? Laufen tut sie trotzdem, okay. Ah, stimmt, hier war die eine Quest, an der ich vorbeigelaufen bin. Ich werde den Adenwald beschützen. Der Wald nähert. Schade, dass die Buffs weg sind. Die hätten eigentlich noch ein paar Minuten laufen müssen. So, wir sind weiter im Herz des Waldes. Ist eine Kiste irgendwo? Schatz. Sehen aber nicht. Hm. Mein Schwur gilt im gesamten Wald. Reis zum Hain des Erwachens. Nochmal 500. Kleiner Zwergpinscher. Lul. Der hat das Pferd mitten in der Wand beschworen. Königinwache. Meine Königin, bitte helft uns. Das stammt von meiner Schwester. Warum bringt ihr es zu mir? Diese hier entschwindet uns. Unsere Pflicht ist grausam. Viele sind verloren. Was macht ihr Schoßtier so wertvoll? Wer an ihrer Seite geträumt hat, erwacht mit so viel Freude und Frieden aus einem Schlaf voller Wunder. Wenn sie stirbt, dann stirbt alles Smaragdgrüne mit ihr. Einige müssen wir opfern. Andere müssen gerettet werden. Wenn wir das vergessen, wird nichts mehr übrig sein, außer leeren Hüllen und Trauer.
Ja, nice. Die Sterne drehen sich. Der Zyklus geht weiter. Ihr wurdet im Ardenwald wiedergeboren, Kind der Träume. Ihr seid an dieses Reich gebunden und teilt sein Schicksal. Oh yeah. Hey Ace, vielen Dank für dein Follow. Unsere heilige Oh, ein 140er Ring. Damit pushe ich den einen hier gewaltig. Ah, jetzt kann ich endlich die Botschaft weitergeben. Oh yeah. Auch dir, Change, vielen Dank für dein Follow. Die Dürre bedroht uns alle. Mein alter Freund, nach Äonen sind unsere schlimmsten Ängste wahr geworden. Wenn der Verbannte sich regt, gibt es womöglich eine noch größere Gefahr. Versuche ich ja die ganze Zeit zu erzählen. Kommt, Sterblicher, kommt zu mir an meinen Hof und seht das Herz des Waldes. Dann sprechen wir weiter. Der Drache ist weg. Sogar abonniert. Vielen Dank, Change. Sehr cool. Ja, willkommen auf jeden Fall. So, reicht das hier unten in die Ecke zu laufen? Nee. Ich wollte eigentlich das Gebiet hier noch erkundet haben, aber wahrscheinlich erst, wenn ich da unten zu dem Flugpunkt fahre. Na dann, wollen wir mal die Quest hier abschließen. Damit haben wir dann 1, 2, 3, 3,5... vier Gebiete fertig. Glaube hier lang. Sieht wichtiger aus. Das ist das Herz? Schwierige Entscheidungen. Das Herz des Waldes ist kritisch für den Ardenwald und den Schutz der anderen Reiche. Vor langer Zeit haben wir mit seiner Magie jegliche Flucht aus dem Schlund verhindert, auf das der Verbannte kehrt zu Talinara in Oribos zurück. Euer Weg, das Herz ist durch die Dürre verkümmert. Seine Kraft muss gestützt werden, obwohl kaum noch Anima bleibt, um unsere Heile zu retten. Eine Und doch muss sie für den Kreislauf getroffen werden. Na dann gibt's ja eigentlich nur noch diese Nebenstory-Questline. Optionale Geschichtsstränge im Anwalt. Na toll. Aber machen wir erstmal die Hauptstory weiter zu Ende von Kapitel 3. Was mag eure Vorsehung sein? Yep.
Und damit ist es fertig. Der Ardenwald ist abgeschlossen. Ich spreche. Reist nach Ravenbreath. Die schweigt. Und damit das letzte Gebiet. Zumindest das letzte im Sinne von, was wir noch nicht freigeschaltet haben. Im Schlund sind wir ja angekommen. Was uns hier erwartet. Das ist ein bisschen buggy, das hatten wir gerade schon. Was sucht ihr? Jetzt. Ich hol mir mal schnell was zu trinken und gleich wieder da. Oh, hingesetzt und direkt verschluckt. So, wir sind da. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, was, wie das Gebiet von oben so aussah. Ist das eine neue Seele? Meister! Meister! Die ich habe lange keine mehr gesehen. Die sieht aber traut keinem Sprich aus. Als neu eingetroffene Seele müsst ihr wissen, dass dies ein Ort der Peinigung und Sühne ist. Nur keine Angst. Wie ihr an all den Sündensteinen seht, ist der Weg zur Erlösung erreichbar. Jeder Warum dieser geht Sündenschreiter zu Fuß? Steht für eine Seele, die sieht gar nicht so groß aus, das Gebiet. Sich von ihren Sünden gereinigt hat. Hat aber massig Flugpunkte. Oder uns als Ventier beigetreten ist. Graf Denarius. Dieser elendige Ort ist unter meinem Boden. Willkommen in Ravendreth. Kommt, lasst uns von hier aufbrechen. Gib nicht einmal seine Fehler zu. Er hält sich immer noch für wichtig. Mittlerweile habt ihr sicher von der Anima-Dürre gehört, die unsere Realität heimsucht. Wir werden dieser Herausforderung mit Würde trotzen und dem Meister vereint den Rücken stärken. Ravendreth bleibt standhaft. Ravenclaw. Hallo an alle Neuen im Chat, wollte ich sagen. Ah, ich wollte gerade sagen, jetzt sieht man ein bisschen was. Oberster Kämmerer, da vorne ist Tumult. Sieht aus wie ein Kampf. Gargoyles. Rebellen. Vampire. Fahrt über oder durch sie hindurch. Sie würden nicht wagen. Was im Namen des Meisters? Okay. Dieser Sterbliche wird keine weitere Marionette des Meisters.
Er ist auch euer Meister, Verräter. Lasst uns sofort frei. Wie ihr wünscht, oberster Kämmerer. No. Wie würde ich das denn bitte schön überleben können? Na klar. Habe ich natürlich überlegt. Findet Knüppel, Fratze und den obersten Kämmerer. Hey, gut. Ihr sucht die Jungs und bringt diese Kutsche in Schuss. Und lasst euch nicht fressen. Hier drüben. Im Leben war ich unbesiegbar. Nadja Nebelklinge. Im Tod bin ich unaufhaltsam. Ah, endlich frei. Kommt, lasst uns etwas kaputt machen. Irgendetwas. Hat ja das Interesse wecken. Findet 5 durchflutete Rubine. Aha, dann kann ich Kohlenfallen benutzen. Wirklich viel Schaden tut sie ja nicht. Sie nagen am Fundament unseres Reiches. So viele habe ich noch nie gesehen. Noch eine Quest? Ich habe schon gerade angenommen. Oh Mist, geht nicht. Questlog ist voll. Ja, ein Grund mehr, dass wir in dem anderen Gebiet vielleicht erstmal weitermachen. Weil sonst könnte ich hier jetzt ja gar nichts annehmen. Das wäre jetzt eigentlich doof. Was ist das Rücken? Ah, sieht cool aus. 6 Eximinatus. Haben wir hier schon einen Flugpunkt? Nicht so richtig. Was passiert denn, wenn ich zu dem da oben laufen will? Könnte klappen. Ich hoffe, ich habe keinen Höhenunterschied. Ah, da geht's hoch. Und das muss ich wahrscheinlich auch mitmachen. Ich dachte, früher ging das noch weiter weg, die UI-Skalierung. Remlens versteckter Schatz. So, aber der Teleporterpunkt ist da, das ist gut. Remlens versteckter Schatz. Nee. Ich hätte jetzt aber gedacht, dass es hier ist. Irgendwo vorne und dann rechts. Doch draußen.
da oben vielleicht. Einfach, ein Portalmeister. Aber nur für die entsprechende Berufung. Müsste hier nicht eigentlich. Aber die können das nicht. So, und zwar wollte ich die Schneiderei mal ein bisschen machen. 60. Zandala. Achso, deswegen. Platz für optionale Reagenz. Aha. Dafür ist das also gedacht. Ja, also alle anderen Addons war es ja auch so. Alles hier fertig, aber Zandala habe ich irgendwie gar nicht so wirklich gespielt. Hatte ich auch irgendwie so gar kein Interesse dran. So, aber dann suche ich mir jetzt erstmal den Schneidermeister. Beruf Schneider. Ich werde nämlich nur so viele Verbände machen, wie ich brauche, um das neue Rezept zu kriegen. Kirschner, Leder, Leder, Schneider. Ihr verdient eindeutig. Okay, also erstmal 5. So, jetzt kann ich die Sandalen machen. Dann bis 10, also nochmal 5. Brauche ich denn dafür? Ach, diesen Faden. Penumfaden. Penumbra-Faden. Kann ich euch mit meinen Waren? Da kostet 5 Gold jeweils. Puh. Dann hole ich davon doch mal 20. Na, jetzt kann ich die Sachen nämlich auch machen. So, die nächsten Sachen kommen bei 15. Hätte ich mir tatsächlich schon vorher wahrscheinlich was machen. Na gut, wir hatten die Rohstoffe ja auch nicht. So, das verbraucht 3, das verbraucht 1 und bringt mir immer ein Level ab. Das heißt, solange das hier nicht grün ist, bin ich noch besser bedient, mit das zu machen. Wobei auch 3 grüne vielleicht ein gelbes sein kann. Jetzt ist es grün. Eine Schleierstofftasche, 30er Plätze. Puh, 20. Och, kostet doch 15 Fäden. Und das Cape ist dazu gekommen, 111er. Aber ich glaube, wenigstens bis 20 will ich mal gucken, wie viel ich mit grün noch mache. 2-mal und dann ein Level. Ne, das lohnt nicht. Oder? 5, wobei die kosten jetzt auch schon 5, aber geben auch gleich 2. Vier, da bin ich besser dran.
Dann mache ich einfach zwei Capes. Und die kann ich ja dann auch entzaubern und habe dann wieder auch Mats für meinen Zauberer. So, jetzt kam die Kapuze dazu. 111. Was hat er denn jetzt gemacht? Lul. Der hat automatisch gerade was hergestellt. Das wollte ich gar nicht. Schleierstoffrobe. 129, die ist damit schon besser. Und zwei Zufallswerte. Okay, Tempo wäre natürlich gut. Aber in puncto... Mats, bin ich hier erstmal besser dran. So, jetzt. Die Schleierstoffhose. Die ist wieder 99. Was ist denn da los? 7. Oh, aber die geben jetzt 3. Dann bin ich hier ganz gut bedient. Stiftung 129 auch. Alles mit Zufallswerten. Der kostet auch wieder nur 6. Ah, jetzt kam der schwere Verband dazu. Das ist pro Dings ein Level für 2. 2, 4, 6. Wäre hier ein Dreier. Warte mal, ich mach mal so. Einen davon. Dann bin ich bei 43. 44. Und dann nochmal ein Dreier, weil es wahrscheinlich danach gelb wird. Ah, die Hose nicht, aber ja. So, und jetzt haben wir Mal des Handwerkers. Fügt bei Verwendung dem Handwerk folgende Eigenschaft hinzu. Setzt Gegenstandsstufe auf 117 und die benötigte Stufe auf 55. Gegenstandsstufe. Aber was ist, wenn die Gegenstandsstufe von den Items schon höher ist? Das verstehe ich halt nicht. Weil das hat jetzt schon 129 und auch das hat der, gut, die Hose nicht. Aber das hat er auch schon 129. So, was ist am schlausten? Davon wieder 3, dann bin ich direkt beim Level Up. Ne, dann mache ich hier von 2. Und dann 1 da. So, jetzt ist das nämlich auch gelb. So, ein weiteres Mal ist dazugekommen. 117, 55. Und 87, 50. Und die... Die Handwerkernotizen sind doch viel schlechter. Glück und Reichtum. Hallo? Alles ist verhandelbar. Ihr seid immer ein geschätzter Kunde. Ihr ehrt mich. So, irgendwas anderes kam noch dazu. Ach ja, die Manschetten. Ach, gleich 3-mal. Sekundärwert festlegen. Das ist ja nett. 151, aber braucht schon 60. Und diese Rosen. Für 10. Also aus Sicht des Dings, des Item, des Verzauber, Schneiderlevels, Beruflevels steigern, wäre das nicht praktisch, das zu machen. Aber aus Sicht des Herstellens, damit ich was davon habe, wäre es schon praktisch. So, ich mache hier erstmal ein bisschen Platz. Beim Herstellen war es, glaube ich, auch so, dass die aufgewertet werden können. $36 kriegt man für die aber auch schon im Verkauf. Das ist auch ziemlich nett. So, 129. Ja, da ist sogar Tempo drauf. So, nur mal kurz ausrüsten, damit wir die Vorlage gespeichert haben. Okay. Da ist noch eins.
Okay. Dann. Das haben wir. Wegen einem Punkt brauche ich das auch nicht machen. Eine Manschette, aber ich kann sie. Na gut, ich bin aber auch bald vom Level her. Ich mache mal noch bis 55. Wo sehe ich mein Level? 33, 53. Okay. ...151er Schuhe, ja, ich kann mich also komplett, falls ich nicht bis dahin schon was anderes bekommen habe, was dann auch grün geworden ist, sich aufgewertet hat und vielleicht besser geworden ist, oder durch einen Dungeon. 60. Will ich nochmal 5 verbrauchen? Die kosten jetzt schon 20. Aber komm, 5... Ah ne, es sind ja schon 10 dann. Aber 5 mache ich noch. Solange das noch... Ach, es ist ja schon gar nicht mehr rot, es ist ja schon gelb. Wobei, gelb geht noch. So, was haben wir hier? Auch 20. So, ein weiterer Beutel und das ist eine 32er Tasche und die kostet diese Seide, die man kaufen kann und das da, 25 Stück, wo 1,5 Gold kostet, also 125 Gold alleine nur für das und das ist ein Handwerksitem. So, was haben wir jetzt hier noch? Schattengamaschen. Hä? Schattenhand... Lappen, okay. 51, auch ein 60er Item, auch für 20. Von der Seite brauche ich dann aber noch einiges scheinbar. Ja, nice, das hat uns doch schon mal gut gepusht. Bis 95, ja. All die Sachen sind für Item Level 151. Ich weiß. So, die Verbände kann ich verkloppen, die brauche ich nicht. Da habe ich noch 43, das reicht auch. Dann kann ich ja nochmal gucken, was mein Verzauberer sagt. Sieben Stück. Möchte ich das doch nochmal verbrauchen, damit ich eine Mini... Aber der ist doch schon gut gerollt, das lohnt nicht. Nur die Fertigkeit erhöhen. Ringverzauberung. Ich krieg vermutlich halt auch keine besseren mehr. Könnte mir vorstellen, dass die plus 12 schon das Maximum ist. Es wäre mir ein Vergnügen, euch zu helfen. Dieses Reich bietet unendliche. PvP-Händler, okay. Für euch habe ich nur das Beste. 200. Krass, krass. Alle Waren und Dienste erhältlich. Uhr 22 und 22 Sekunden. Seid gegrüßt.
war ich doch gerade. Ich habe keinen Verzauberungslehrer gesehen. Ach, hier ist noch eine Nebenkammer. Tudum. Kann ich euch mit meinen Waren in Versuchung bringen? Im Koch kann ich gleich auch mal gucken, ob ich irgendwas habe schon. Ich lebe, um zu dienen. Schlund, kann ich euch mit meinen Waren in Versuchung bringen? Die Angel wollten wir uns noch kaufen. Denkt dran. So, dann machen wir erstmal Koch. Ich habe nichts. Alles ist für euch habe ich nur das Beste. Ah, okay. Ich habe doch was. Warum ist das untergeordnet? Das soll doch bestimmt nicht so sein. Ach so, das ist Zandala. Ja, Zandala habe ich gar nichts gemacht. Damit kann ich jetzt auch nur das machen. Alle Waren und das sind 9 und ich brauche 10 für Dings. Das ist ja ärgerlich. Kann ich euch mit meinen Waren in Versuchung bringen? Hä, hier war doch gerade eine Kochstelle. Ach so, die gehörte da gar nicht hin. Was macht denn das hier? Wenn ihr mindestens 10 seid, ist das Stadt. Und Ausdauer, naja. Habe ich ein bisschen Buff-Food. Aber schade, dass wir uns kein Kochrezept dadurch verdient haben. Alle Waren und Dienste erhältlich. Ach so, bei plus 9. 1 hatte man ja schon. Damit kann ich mir noch was leisten. Gut Team. Wie kann ich helfen? Ihr verdient eindeutig nur das Beste. Wie kann ich helfen? So, das brauche ich nicht. Unsterblichkeitssplitter. Unsterblichkeitssplitter. Sagt mir einfach, was ihr braucht. Handel der Meisterschaft. So, das eine ist ein Mal. Um die Itemstufe wieder zu steigern. Handel der Meisterschaft. Das da, eine Ringverzauberung. Fertigkeit wird erhöht. Ja, Brust ist irgendwie, glaube ich, mit am besten. Wie viel fehlt mir? 50, noch 4. Habe ich hier irgendwas, was doppelt macht? Sieht nicht danach aus. Das kostet aber auch heilige Splitter. Also eigentlich Ringverzauberung. Achso, das wollte ich gucken. Ist die ultimative Transaktion. Bereits bekannt, nicht verfügbar. Nee. Ah, es gibt noch eine bessere Ringverzauberung. Das ist die Ausdauer um 30. Schattenschaden zu verursachen. Hui, das wäre doch nice. Wobei 20 alle Werte finde ich auch nicht schlecht. Wobei mich die anderen Werte ja gar nicht interessieren. Wobei Ausdauer kann auch nicht schaden.
Ja, dann mache ich mal. Gibt's denn noch mal auf die Brust? Nur separate. Alle Werte um 30, ja. Ab 90 gäbe es da auch wieder eine Verbesserung. Egal, wir machen jetzt einfach mal ein paar Brustverzauberungen. So, wo ist die Dings? Mein Pergament, das habe ich beim letzten Mal schon gesucht. Da. Immerhin wird's gestackt, das ist schon mal nett. Handel der Vielseitigkeit. So, die Brust ist jetzt auf gelb runter. Kostet er doch 4. Seelenvitalität. Umhang. Mit Ausdauer. Meiner hat noch Geschwindigkeit drauf. Aber Ausdauer ist prinzipiell besser, oder? Mehr Gesundheit. Sehe ich denn irgendwo meine da, Geschwindigkeit? Um 30. Und das hat 4%. Ich glaube, das macht sich nicht bemerkbar. So, ewige Einsicht. Mehr Schaden machen. Und ewiges Bollwerk. Schade, Tempo ist jetzt 4 Punkte. Nee, bis 70 muss ich machen. 9 Punkte. Nee, das lohnt nicht. Da würde ich jetzt aufheben. Bitte besuchen. So, wo habe ich es? Da. Für euch habe ich nur das Beste. Wollte ich noch was wegpacken? Glaube nicht. Ihr habt ein Schnäppchen gemacht. Gut gefallen. Kann nur draußen benutzt werden, okay. So, aber bevor wir da weitermachen, wäre es am schlausten, hier die Quests fertig machen, damit wir das Questbuch wieder Platz haben. Dann würde ich erstmal sagen, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich mache jetzt aus, aber morgen früh geht es direkt weiter. Ich sag mal so um 10 spätestens. Dann bis dahin, tschüss.